Hallo, willkommen zu einer neuen Meckerbello-Runde. So, ich habe quasi Feierabend, das heißt, ich kann jetzt die nächsten Stunden zocken. Und dann machen wir das jetzt auch. Hola. Also ab 1,5, 1,85 oder so ist, also 1850, ist glaube ich Top 100 inzwischen. Das heißt, das weiche Ei oder das weiße Ei oder was auch immer das gerade im Namen war, ich konnte es zu Ende lesen, ist auf jeden Fall ein Top-Spieler. Gut zum Warm werden. Irgendwie muss man da hier reinkommen. So. Du, 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 wollte eigentlich auch ein bisschen mehr mit Luft mal wieder spielen. Mag man aber nicht damit. Dann machen wir das hier, dann sind wir ein bisschen flexibel. Nee, der. Du. Reichen. Ja, was machen wir jetzt dagegen, ne? Also, der stellt jetzt irgendwas Großes auf und da sollten wir jetzt auch nicht überinvestieren in irgendwie was. Was ich oft sehe bei solchen Spielen, wenn man halt weiß, dass das ein besonders starker Gegner ist, das ist erstmal das hier, dass die Leute sagen, jetzt probiere ich was aus. Frei nach dem Motto, man kann ja nichts verlieren. Aber auch frei nach dem Motto, nicht selten self-defeating, nach dem Motto kann er eh nicht gewinnen, also kann man ja tun lassen, was man möchte. Also das mache ich jetzt nicht, versuche da schon ordentlich zu gewinnen. So, das habe ich so noch nicht gesehen, die Aufstellung, ist auch ganz interessant. Hat natürlich dann hier unglaubliche Macht, ne, da an der Stelle. Adri ist das Erste, was mir durch den Kopf gehen würde, aber da kann schon sein, gerade so ein Spieler würde ich erwarten, dass er einen Gameplan dagegen hat. War Factory Runde 5 und so. So, ich habe jetzt hier eine recht große Tanklinie, ne? Das heißt, ich könnte dahinter vielleicht sogar Hacker stellen. Müssen wir mal gucken gleich. Also lohnt sich halt auch da ein bisschen zu warten, bis er auflevelt und Upgrades vergibt, ne? Solche Geschichten. Aber Schwerpunkt Armory auf der linken Seite kann er mit der War Factory wahrscheinlich auch nicht so gut rausnehmen. Okay, hier da oben lang. Ja. Tja, wie machen wir das jetzt? Irgendeine Form von Luftwaffe geht natürlich auch. Ich glaube, man darf das nicht zu kompliziert denken dann. Abteilung Level 3 Steelballs da reinpacken, dann holt er den Hacker danach. Ich meine, können die irgendwas machen, wenn ich jetzt hier Rhinos reinlaufen lasse? Tricky Stuff. Also machen wir erstmal das hier. Ablenkung tut immer Not. Tja, und der Rest? Also wie gesagt, bevor ich die wirklich mit dem Hacker oder sowas kontere, lohnt sich es wahrscheinlich wirklich erstmal den ganzen Scheiß da abzuknallen. Ich überlege fast, ob sich das da nicht auch lohnen würde, dagegen, weil es die ganzen Panzer sind. Also vielleicht erstmal eine Runde abwarten, was passiert. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Und das Luftabwehr könnten wir noch die hier holen. Und die tanken gegen Panzer ja auch grundsolide. Da haben wir schon mal das Meat Shield davor. Das ist, glaube ich, okay. Sonst warten wir einfach mal ab, was passiert. Okay, der geht All-In-Panzer. Am gewissen Punkt kann ich natürlich auch Satelliten einfach spielen, ne? Genau. Ich glaube, ich kann die sogar mit Satelliten nächste Runde alle vernichten.
Ich bring gleich mal eine, mit der Angst bekommt. Was wahrscheinlich auch gehen könnte, müssen wir mal gucken, wenn ich die Arglice mache, aber ich würde lieber einen höheren Tier einschlagen. Ja, also das Kleinvieh stirbt auf jeden Fall schnell, also wenn ich dann ein Kügelchen hinstelle, das müsste halt hinter den Panzern bleiben von der Reichweite. Oh, ich habe so wenig Erfahrung damit. Vielleicht jetzt nicht einfach Einheiten auspacken, mit denen ich keine Spielerfahrung habe. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Also der Geist wäre, glaube ich, schon eine Kontermöglichkeit dafür, aber wie gesagt, ich habe zu wenig Erfahrung damit. Also dass ich das jetzt mich wohlfühle dabei, wenn ich ihn auspacke. Klar, könnte man noch einen Vulken da reinpacken, aber mit den Dingern wäre das jetzt auch zu viel. Also ich muss mich jetzt schon mal langsam darum kümmern. Preiswertere Artillerie. Ja gut, dann spammen wir jetzt einfach die Artillerie. Die stehen da ja relativ lange. Dann ist das jetzt mein All-In. Weil das jetzt gerade im Angebot war. Rein die Raketen. Mehr Schaden. Puh. Ja, so machen wir das jetzt einfach. Gegen so einen Panzer hält er ja schon auch mal einen Treffer aus. Dann kann er da ein bisschen tanken. Auf der rechten Seite braucht man das, glaube ich, nicht. Oder? Ja. Gegen Satellit dann. Geht halt All-In-Panzerchen. Ich mache jetzt All-In an Artillerie. Dann machen wir gleich noch mehr Artillerie dabei und Upgrades dafür. Die stehen ja relativ lange da, die Panzer, ne? Also schon ein gutes Target dafür. Nur jetzt haben die natürlich erstmal Level und Rage, also ein Upgrade. Und ich habe weniger Artillerie, kein Level und kein Upgrade. Und von daher wird das jetzt diese Runde vielleicht noch nicht so gut. Aber man sieht schon, dass es sehr viel besser als letzte Runde war. Also ich glaube, ich könnte das nächste Runde im Griff haben. Ist jetzt die Frage, ob er dann eben nächste Runde mit der War Factory jetzt kommt, ne? Oder das irgendwie anders abfängt, die Raketen. Ah, klappt sogar diese Runde schon. Also mehr Raketen brauche ich, bevor ich Upgrade spiele, ne? Und Level mache. Das ist, glaube ich, der Schlüssel hier. Muss aber jetzt natürlich trotzdem aufpassen. Meine Flugabwehr ist fast nicht existent, also so ein Nuke. Da muss man jetzt, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Also für einen 100er kann man den, glaube ich, machen. Da gibt es, glaube ich, genug zum Hämmern. Okay. Ja, mehr Artillerie ist, wie gesagt, jetzt gefährlich. Also ich glaube, dass der halt Overlords jetzt da reinspielen könnte. Und die kann er dann auch jumpen lassen gleich. Und ich kann das ja auch machen, da rechts ist ja keiner. Also von da packe ich jetzt, so ungefähr ich es auch mache, einen Overlord dabei, aber der hat ja auch die Raketenabfangmechanik, ne? Also, und da geht das jetzt ein bisschen in beide Richtungen. Wenn er Raketen abfängt, muss er auch Overlord-Schüsse abfängen. Fängen, genau. Das ist der Fachbegriff. Ein Schild wäre jetzt vielleicht nicht verkehrt, diese Runde. Gut mit der Wirtschaft, aber das ist halt dann so. Die Panzer machen ja keinen Schaden, ne? Und da kann man das, glaube ich, hier machen. Und da ist der Overlord mit Jump. Ist auf dem Dach gelandet. Mein Luftschlag, orbital hat nicht so viel gemacht, oder? Sah zumindest gerade nicht so aus. Da kommen die Raketen. Ja, ich habe die Modelltanks, das heißt, ich gewinne den Fight wahrscheinlich. Vielleicht sie gewinnen auch immer. War halt jetzt wichtig, dass ich den Overlord dabei hatte, ne? Ohne den hätte der jetzt alles weggeräumt. Gut geraten. Aber es hatte halt Sinn gemacht, ne? Das war die Einheit, die ich nicht kontern konnte und die bei mir viel kaputt machen kann. Und der will den vielleicht nicht nur jumpen, sondern eben auch mit dem, die Panzer tankier werden vergeben, ne? Mit dem Support-Dingy. Was das drauf hat, hätte ich nicht gesehen. Also da gab es mehrere Gründe anzunehmen, dass das passiert. Also da jetzt ein Upgrade spielt. Genau, das da. Ablenkung von unten.
Frage, ob wir da ein Replika sogar reinspielen. Das kostet zu viel jetzt erstmal. Müsste man halt schnell wegräumen da unten den Scheiß. Der lenkt halt jetzt ein bisschen ab. Packen wir auf der rechten Seite auch einen hin, oder? Ich mache jetzt nochmal einen hier vorne. Die Idee dahinter ist, die gleich wegjumpen zu lassen, ne? Und dann zu finishen, das PK-Manöver. Ihr habt das ja schon mal gesehen. So, falls da gleich der Wespenschwarm oder so kommt, können wir das ein bisschen beschleunigen. Nochmal eine Artillerie, lieber nochmal ein Modelltank dazu. Und hier vorne auf jeden Fall, dass ihr das nicht einfach sniped, ne? Dass ihr alle einen Debuff haben. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, die Gefahr. Panzer schneller kaputt machen. Und wenn wir schon dabei sind, dann lass mal so einen Panzer auch kaputt machen. Ich glaube, auf der Höhe könnte ich eventuell die Panzer mit den Dingern treffen. Mehr Panzer. Und die Adler, der wollte das gerade snipen. Und da kommt das Luftdingi. Also, man kann ihn lesen wie ein Buch. Ist ja nur ein Top 100 Spieler. Rakete. Golden, wie sie sind. Nehmen sie wenig Schaden davon. Gleich mal gleich das Artilleriegeschütz nehmen. Dann kann ich auch so einen Crawler besser abfangen, wenn er durchläuft. Schild. Macht sich kaputt. Oh, das kostet zu viel Knete. Ja, dieser goldene Feuersupport für die Panzer, das ist schon extrem, ne, was sie jetzt ausgehalten haben dadurch. Ich überlege halt gleich, den Overlord mit Artilleriegeschütz zu machen. Seite jumpen. Vielleicht kann ich auch eine Seite jumpen. Muss gleich mal gucken. Ich mache hier leider keinen Schaden. Also, wenn ich jetzt vier Overlords hätte, wären das 1600 Schaden. Das heißt, wenn ich die da oben jetzt spawne zum Beispiel, könnte ich mit den Overlords, wenn die alle überleben, das Spiel finishen unter Umständen. Ja, wenn ja vier Stück. Zwei habe ich, zwei kann ich kaufen. Finisher. Das ist zu riskant gedacht. Ich glaube, ich würde das einfach machen jetzt. Wespenspawn. Also wenn ich zwei Stück hole. Ja, ich muss leider das hier ausgeben und dann hätte ich gerne noch ein Upgrade. Weil wenn die von da hinten kommen, mit den Wespen kommen, habe ich unendlichen Tankschirm. Ist jetzt ein bisschen riskant. Aber wenn das alles klappt, dann haben die gleich einen riesen Wespenschirm vor sich her laufen. So. Können wir hier nochmal vorne. Falls er was aufstellt, dass die ein paar von den Schüssen abfangen. Ja, und der Rest, den opfern wir einfach. Also die vier machen 1600 Schaden, wenn die durchkommen, ne? Ja, kann ich leider nicht machen. Wahrscheinlich habe ich es nicht richtig gemacht. Ich hätte erst noch den Verkaufsknopf holen sollen. Hätte ich hier, weil das hier Opfer sind, verkaufen können. Und dann hätte ich jetzt noch Upgrade spielen können. Das war, glaube ich, ein Fehler von mir, das nicht zu machen. Gibt mir keinen Redo-Button. Ja, das war wahrscheinlich ein Fehler. War es ein großer Fehler? Schwer zu sagen, aber es war auf jeden Fall ein Fehler. Ja, Gegner wird von der Flanke überrascht. Rollt aber die ganze Armee jetzt auf, ne? Gar keine Frage. Sind schon sehr tanky, die Dinger. Und dann kriegt er halt noch den Buff von denen. Also eine interessante Strategie von ihm auf jeden Fall. Und bietet hier eigentlich auch, ne? Alle Kontermöglichkeiten hat er ja auf der Hand damit. Wird das PK-Manöver diese Sache schlagen? Fragezeichen, Fragezeichen. Er kann ja alles da unten töten. Ich bin ja jetzt da oben. Zumindest habe ich diese Fähigkeit der Panzer, dass sie jetzt golden sind, ne? Komplett ignoriert, könnte man sagen. Das ist irrelevant nur. Genau, der schießt sich jetzt da leider durch. Schaden mache ich so gut wie gar keinen. Ja, ein bisschen mache ich schon. Wespen. Ich habe halt jetzt den Fokus-Feuer-Vorteil, ne? Die sind ja jetzt über die ganze Map verteilt, wenn die immer zusammenfliegen. Genau, da geht's jetzt los. Ich hoffe, der fliegt ein Stück vor, damit der direkt gewonshottet wird. Headquarter und jetzt sein Schlachtschiff. Ich habe halt automatisch gewonnen, wenn ich beide Overlords habe, ne? Oder wenn ich den nicht mehr töten kann. Das war der erste von beiden. Da ist noch einer über, der hat leider ein bisschen viel Tank vor sich, aber ich habe auch zwei, drei Wespen. Los geht's! Das können wir nicht abspeeden, hallo, das wollen wir jetzt genießen. Boah, da knallte der Wespe. Ja, es sind zwar Panzer, die alle tanky sind, aber das sind halt eben auch Overlord-Kanonen, ne? Oh, ist das ein herrlicher Anblick. Ein herrlicher Anblick. Bye bye. Okay. So, 1600 Schaden. So viel zum Finisher-Move.
Das PK-Manöver. Aber die Panzeridee von den Kameraden, die hat mir richtig gut gefallen hier. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das gut funktioniert. Der hat, glaube ich, wirklich nur ignoriert, dass ich eben Overlords jumpen lassen kann und der halt nur die Stärke hier hat. Ne? Also da ein interessantes Spiel. Wie hieß der? Das war jetzt vom SimEye oder irgend sowas. Kriegt man denn dafür? 36? Ja, ich nehme, was ich kriegen kann. Hier war die Nummer 48, also jetzt ja die Nummer 48, davor war wahrscheinlich besser. Also, wenn ich gesagt habe, da wo Tungdil ungefähr ist. Und Tungdil hat ja letztens bei uns das Turnier gewonnen, wenn ihr euch erinnert. Ja, sehr schön. Damit beende ich den Tag für heute. Kann nur noch schlechter werden als hier. Ich bin weg. Ciao, ciao.